Und wir wollten es ein bisschen anders machen. Also so besonders rebellisch war das noch nicht. Ich habe einfach nur gesagt, wir brauchen keinen Vertrieb, wir brauchen kein Sekretariat. Okay, vielleicht ein bisschen rebellisch, aber wir wollen das einfach aufbauen wie ein Projekt. Ja, dann kam eins zum anderen und jetzt sind es 20 Jahre rum. Und die Digitalisierung hat da natürlich einiges jetzt bewirkt, ne? Ähnlich wie bei euch ja auch. Ja, du hast ja vor allen Dingen auch irgendwann, also ich habe dich das erste Mal in der Branche wahrgenommen, also als den Typen, der mal mit dem Wohnmobil oder mit so einem Drachen durch die Gegend fliegt. Und du bist ja schon seit vielen Jahren, schon weit vor Corona unterwegs im Wohnmobil oder digital unterwegs und machst da deine ganzen Projekte. Wie bist du zu diesem, ja, Digital Nomad geworden? Also was hat dich dazu bewogen zu sagen, ich sattel jetzt um, ich setze mich jetzt in mein Wohnmobil, fahre durch Europa und arbeite da? Und was hat das